Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 2 und unsere Siedler siedeln noch. Und es läuft ja immer noch ganz produktiv. Oh, hier ist, da ist, seht ihr, da wo der Finger gerade drauf zeigt, mache ich jetzt mal weg, da wächst ein Pilz auf der Straße. Na, ich weiß gar nicht, ob die gegessen werden können, keine Ahnung. Hier, unsere Hauptstraße hat sie mittlerweile auch schon wieder erweitert. Ja, das ist halt hier die Hauptstraße. Diese Straße hier durch bis zu den Bergwerken hoch. Das ist unsere Hauptstraße. Die ist am produktivsten. Da sind die produktivsten Gebäude. Und da wird halt viel gearbeitet. Und viele Waren werden dort entlang geschleppt. Aber solange wir Esel haben, macht das nichts. Wie viele Esel haben wir denn noch? Können wir das irgendwo einsehen? Schweine haben wir auf jeden Fall keine mehr. Esel weiß ich gar nicht, ob wir noch irgendwo welche haben. Kann ich so nicht sehen. Naja, vielleicht gibt es auch Esel für umsonst. Obwohl, dann wird es ja keine Eselzucht geben. Gut, was macht unser Bauernhof? Der arbeitet immer noch nicht, weil dort kein Weizen ankommt. Das sollte sich dann aber ändern, sobald dieser Bauernhof hier fertig ist. Und für eine Eselzucht, das ist eigentlich eine gute Idee, dass wir mal irgendwo eine bauen. Braucht die viel Platz? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Passt die hier irgendwo hin? Können wir die hier hinhauen? Ach, hier können wir sie hinhauen. Das passt ja, dann bauen wir hier die Eselzucht jetzt hin. Denn die Esel, die brauchen wir zumindest für den Warentransport. Und ich denke mal, so ganz unwichtig sind die nicht. Und Esel brauchen, glaube ich, auch Wasser. Das heißt, natürlich brauchen Esel Wasser, ist klar. Aber diese Eselzucht braucht Wasser und das heißt, sie brauchen einen Brunnen. Dann rufe ich mal zu dieser Fahne hier einen Gelehrten. Der sollte mal umsehen, ob hier irgendwo Wasser ist. Und dann werden wir dort auch noch einen Brunnen in der Nähe der Eselzucht hinbauen. Gut. Jetzt überlege ich gerade mal, ob wir die Straßen hier miteinander verbinden können. Straße bauen, hier hoch. Klappt das? Ja. So nehme ich dem auch kein Platz weg, den Bauernhof. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Shortcut gelegt. Dann haue ich mir hier noch eine Fahne hin. Gut. Ich wollte eigentlich auch mal nachsehen, wo man sehen kann, wie viele Siedler wir noch haben, die sich dann hier dementsprechend an den Strecken entlang stellen. Ich weiß gar nicht, ob man die unendlich hat. Oder ob sich das halt neu erhöht. Das heißt, man hat vielleicht unendlich Siedler. Das kann sein, aber dadurch erhöht sich natürlich der Verbrauch von Fleisch und hast du nicht gesehen. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Ich muss wirklich nochmal einen Blick ins Handbuch werfen. Dafür ist es einfach zu lange her. Ihr habt ja mittlerweile gesehen, hier vom Grundsatz her weiß ich, wie es funktioniert, aber die Kleinigkeiten, zum Beispiel was die ganzen Menüs hier bedeuten, das ist klar, das ist unser Hauptquartier, das ist unser Inventar, aber was diese Menüs hier bedeuten, wie zum Beispiel dieses Militärmenü, da werde ich jetzt wirklich nach dieser Aufnahme, werde ich dann nachgucken. Da werde ich nachgucken, ist versprochen, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Vielleicht. Ja, was machen unsere Bergwerke? Unsere Bergwerke arbeiten, da kommt schon das nächste Eisenerz. Sehr schön. Eisenbergwerk arbeitet auf 83%. Ich höre ein Yippie, das heißt, der hat hier Wasser gefunden. Da können wir aber nichts hinbauen. Können wir da was in der Nähe hinbauen? Ja, könnten wir hier einen Brunnen hinbauen. Das passt dann auch ganz gut. Ist dann auch niemand im Weg, der Brunnen. Das sollte passen, wassermäßig. Kann er das Wasser, wenn da der Brunnen ist, kann er das Wasser von da ziehen. Das sollte schon hinhauen. Sehr schön. Dann hat die Eselzucht auch seinen eigenen Brunnen. Gut, was machen die anderen Bergwerke? Die haben genug zu futtern. 68% das Kohlebergwerk und das Granitbergwerk arbeitet zu 49%. Das ist auch in Ordnung. Da braucht man nicht viel meckern. Schauen wir nochmal kurz ins Hauptquartier, wie es mit den Erzen aussieht. Wir haben keine Kohle mehr. Das ist nicht gut. Warum haben wir keine Kohle mehr? Wir haben Eisen, haben wir noch 7. Hoppala, nicht alles auswerfen. Kohle haben wir nicht mehr. Eisen haben wir noch. Granit. Was war denn nochmal Granit? Wofür braucht man Granit? Ich weiß es nicht mehr. Gut, das Kohlebergwerk wollte ich schauen. Das war doch das hier. Warum funktioniert das nicht? Der arbeitet doch zu 68%. Der soll mal ein bisschen reinhauen da. Naja. Wasser gefunden. Sehr schön. Und wir müssen ein Schlosser bauen. Denn je mehr Betriebe wir öffnen, desto mehr Werkzeug verbrauchen wir. Und das heißt, irgendwann geht uns das Werkzeug aus. Wo passt denn ein Schlosser hin? Der passt, glaube ich, hier ganz gut hin, oder? Oder hier eventuell. Hier wird er noch hinpassen. Dann wäre er ein bisschen näher am Zentrum. Hier unten würde er nur dem Bauernhof hier das Feld wegnehmen. Da können wir ihn nicht hinpacken. Ich denke, hier unten passt er ganz gut hin. Zwar nicht ganz nah am Zentrum dran, aber das passt schon irgendwie. Das wird sich finden. Bauen wir da die Schlosserei hin. Und bauen die Straße hier runter. Gut, dann bauen wir jetzt auch die Schlosserei und der kann dann schön Werkzeug herstellen. Wunderbar. Wie sieht's waffenmäßig aus? 3 Schwerter, 3 Schilder haben wir. Was macht unser Wachturm hier unten?
Da, seht ihr, der ist fertig und da kommen jetzt zwei Soldaten rein. Ah ja, je größer das Gebäude, desto mehr Soldaten passen da rein. Okay, hier passen 2, 4, 6 Soldaten wahrscheinlich rein. Vermute ich mal. Ja, geht mal rein. Vielleicht findet ihr auch ein paar Gegner in der Nähe. Nein, immer noch keine Gegner in Sicht. Immer noch hier die weiße Fahne, das heißt keine Gegner. Aber hier ist der Berg im Prinzip freigeschaltet worden. Deswegen setze ich mal hier eine Fahne. Verbinde die Straße mal hier runter. Und rufe direkt mal einen Gelehrten und dann soll der sich mal da umsehen, ob er da nicht vielleicht Gold findet. Gut, die Baracke können wir dann dementsprechend abreißen. Ja, Baracke abreißen. Gut. Gut, 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 gut. Läuft ja. Und obwohl wir jetzt da zwei Soldaten reingeschickt haben, haben wir immer noch zwei Schwerter und drei Schilder. Ich glaube, dieses Menü, hier unten, ein von diesen Schaltern, hier bei diesem Militär, ein von dieser Schalter bewirkt, dass die Militärgebäude voll besetzt werden, anstatt nur halb besetzt. Zum Beispiel jetzt, die Baracke ist ja nur mit einem Mann besetzt, obwohl ja noch ein zweiter reinpassen würde, genauso wie der Wachturm. Hier sind zwei Leute drin, obwohl sechs reinpassen könnte. Das könnte man über diese Schalter regulieren. Das heißt, dass man, wenn man Militärgebäude im Inland hat, kann man natürlich weniger besetzen als Militärgebäude direkt an der Grenze, wo vielleicht direkt nebenan der Feind ist. Da wäre es dann eventuell klüger, wenn man die natürlich voll besetzt. Aber solange wir noch keinen Feind in Sicht haben, reicht es, wenn wir mit Minimalbesetzung arbeiten. Und ich bekomme so langsam das Gefühl, dass wir eventuell wirklich auf einer Insel sind oder am äußersten nördlichen Zipfel einer Insel und dass sich die Gegner irgendwo im Süden verstecken. Also da sind sie auf jeden Fall. Aber für wo sie sind, ich weiß es nicht. Aber früher oder später werden wir noch auf die Gegner treffen. Wo ich eigentlich gedacht habe, hier dieses Let's Play dauert nicht so lange. Das war das ein bisschen kürzer machen. Aber das Spiel, naja, es ist halt Siedler. Es wird gesiedelt. Es wird in Ruhe gesiedelt. Es geht nicht so schnell wie andere Partien. Und wir haben Gold gefunden. Da höre ich Yippie. Sehr schön. Haben wir hier Gold gefunden, dann hauen wir da direkt auch das Goldbergwerk hin. Verbinden das mit der Straße hier. Und dann werden wir direkt als nächstes ein Goldbergwerk aufmachen. Und dann haben wir, oh, hier haben wir noch ein Goldbergwerk. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Bauen wir die Straße vielleicht mal hier runter. Passt das? Ja. Dann reiße ich die Straße mal ab. Fahne abreißen, genau. Dann bauen wir dann noch ein Goldbergwerk hin. Weil Gold kann man nie genug haben. Können wir das verbinden? Ja, können wir verbinden. Sehr schön. Dann bauen wir direkt zwei Goldbergwerke dahin. Hier haben wir sogar noch die Möglichkeit, ein drittes Goldbergwerk zu bauen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber es reicht wohl erstmal, wenn wir diese zwei Bergwerke bauen. No, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier unten nicht direkt noch den nächsten Wachturm hinbauen sollten. Oder eventuell direkt eine ganze Festung. Hier, dieses Grüne mit diesen Braunen, das sieht mir schon wieder nach Strand aus. Deswegen reicht es erstmal, wenn wir hier einen Wachturm hinbauen. Na, Straße verbinden. Binden wir das mal hier oben hin. So. Und dann haben wir erst einmal wieder genug Baustellen eröffnet. Wir haben hier dann den Wachturm zum Bauen. Die Schlosserei wird noch gebaut. Die Eselszucht wird noch gebaut. Kohle gefunden. Wo hat er die gefunden? Ah, in dem Berg gibt es auch Kohle. Schön. Den Berg müssen wir uns dann auch so schnell wie möglich sichern. Das heißt, dass wir dann hier wahrscheinlich noch irgendwo eine Baracke hinbauen müssen. Aber da kümmern wir uns dann darum, wenn es soweit ist. Erstmal bauen wir hier die Kohlebergwerke. Was wird denn noch gebaut? Hier brennt es immer noch, aber hier der Bauer ist schon fleißig am Arbeiten. Das heißt, der müsste eigentlich schon so langsam aber sicher mal Weizen bekommen. Hier wird Weizen rausgetragen. Bin ich mal gespannt, wo das hingetragen wird. Das schauen wir uns mal kurz an, bevor wir die anderen Baustellen kontrollieren. Ja, da werden Bretter runtergetragen für die Bergwerke, ist klar. Da bin ich mal gespannt, sobald der hier den Weizen dorthin getragen hat, ob dann der Weizen weiter in Richtung Bäckerei getragen wird oder hier zum Bauernhof. Also die Schweine, die brauchen doch auch ein bisschen was zu futtern. Das gute Korn. So, da liegt's jetzt und dann mal sehen, wer es holt. Ne, er holt's nicht. Merkwürdig. Da müssen wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen was in den Prioritäten einstellen. Es kann ja nicht sein, dass das alles nur in die Bäckerei geht. Es war gut, dass wir viel Brot haben. Naja, die Mühle ist natürlich hier heftig am Arbeiten, das ist klar.
Na gut, jetzt haben wir drei Bauernhöfe und früher oder später wird sicherlich auch die Brauerei was abbekommen. Die schon was abbekommt. Sehr schön. Die arbeitet bei 32%. Haben wir denn schon Alkohol auf Lager? Nee, noch nicht. Aber naja, solange er jetzt angefangen hat zu arbeiten, ist das gut. Und dann werden früher oder später auch hier die Schweinezucht und auch die Eselzucht ihr Weizen, ihr Korn bekommen, um die Tiere zu ernähren. So, ich wollte die Baustellen kontrollieren. Hier den Wachturm wird gebaut. Die Schlosserei wird noch gebaut. Das dauert noch ein bisschen. Genauso wie die Eselzucht wird noch gebaut. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Baustelle mehr auf. Außer natürlich die beiden Goldbergwerke. Ja, läuft, 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 läuft. Von daher, boah, wie viel Gold ist denn hier überall? Boah, den Berg müssen wir auf jeden Fall sichern. Den Berg müssen wir auf jeden Fall sichern. Gut, dass wir hier noch einen Wachturm hinbauen. Dann werden wir hier auch noch ein bisschen erweitern mit einer Baracke. Sodass dann dieses Land, diese südliche Grenze auf jeden Fall geschützt wird von uns. Egal was passiert. Ich baue hier auch nochmal eine Fahne hin und eine Straße runter. Kann ich nämlich da auch noch einen Gelehrten rufen. Dann soll der sich auch mal umstellen. Und hier können wir auch mal einen Kundschafter, einen Erkunder aussenden. Soll der sich auch mal ein bisschen umgucken. Vielleicht löst sich dann dadurch auch ein bisschen hier der Fog of War. Vielleicht treffen wir so mal auf ein bisschen Gegner. Im Moment sind keine Gegner in Sicht. Überall noch weiße Fahnen. Das heißt, unsere Soldaten haben nichts zu tun und langweilen sich noch. Nun gut, aber Hauptsache es läuft hier. Der Wald wird auch so langsam aufgeforstet, hält sich also so die Wiege. Ansonsten stehen auch noch genug Bäume hier. Da hat der Holzfäller ja bei 100% immer noch genug zu tun. Das Jagdhaus arbeitet natürlich nicht mehr ganz so produktiv, nur noch auf der Hälfte. Das Forsthaus ist natürlich auch fleißig dabei, wieder den Wald aufzuforsten. Schön, schön. Was macht unser Fischer? Der ist auch gut dabei. Wie viele Fische haben wir noch auf Lager? 9 nur noch. Das ist ein bisschen wenig. Dann baue ich am besten noch ein zweites Fischerhaus. Wenn wir das irgendwo hinbauen, das passt direkt hier hin. Perfekt. Ja, dann mache ich direkt die nächste Baustelle auf. Noch eine Fischerhütte. Aber das muss sein. Wir müssen ja unsere Bergwerksleute schön mit Fisch versorgen. Weil sonst streiken die und arbeiten irgendwann nie weiter. Granitbergwerk arbeitet auf 100%. Also dieses Granitbergwerk sorgt also genauso für Steine wie hier der Steinbruch. Okay, hätten wir uns eigentlich sparen können. Aber wenn wir das schon mal haben, dann lassen wir es jetzt stehen. Das Kohlebergwerk läuft auch, arbeitet auch. Wir haben mittlerweile schon wieder ein bisschen Kohle auf Lager. Nee, es geht wahrscheinlich direkt alles in die Produktion. Sollten mal zusehen, dass wir früher oder später ein zweites Kohlebergwerk hinbekommen. Wenn so, können wir auch hier mal eine Fahne hinsetzen. Und einen Gelehrten rufen. Verbinde ich das mal hier? Das geht nicht. Na, Straße. Hallo? Die Fahne jetzt abgerissen? Was mache ich denn jetzt? Hallo? Fahne setzen. Ja, genau. Na gut, dann habe ich die Straße halt so gebaut. Das macht ja nichts. Dann rufe ich da jetzt einen Gelehrten hin. So, soll er sich da auch mal umgucken. Hier gibt es ja noch viel Kohle, aber das Land haben wir noch nicht erschlossen. Oh, hier dieses Stückchen Land in der Mitte gehört uns auch nicht, weil wir die Baracke abgerissen haben wahrscheinlich. Halb so wild. Können wir hier irgendwann noch eine Baracke hinsetzen? Da können wir eine hinsetzen. Bauen wir da eine Baracke hin. Verbinden die Straße hier hin. Das nimmt dann dem Bauernhof auch keinen Platz weg. Gut. Noch eine Nachricht bekommen. Eisen gefunden. Wer hat wo Eisen gefunden? Hier gibt es noch mehr Eisen. Okay. Okay, okay, okay. Aber jetzt mal wirklich die Hände vom Bauen lassen. Nicht, dass wir uns von der Produktion her, von der Bauproduktion her übernehmen. Noch eine Nachricht. Kohle gefunden. Wo bitte? Dort. Okay. Hier läuft der Kundschafter rum. Der guckt sich um. Jo. Da ist ein kleiner Fuchs. Jo. Ja, ja, genau. Der Fog of War löst sich, wenn der Kundschafter da rumrennt. Sehr schön. Können wir da eventuell auch mal einen hinrufen. Oder sich auch mal ein bisschen umgucken, damit das hier vielleicht ein bisschen gelüftet wird. Schön. Also, nochmal Baustellen kontrollieren. Schlosserei mittlerweile fertig. Haus nicht besetzt. Es braucht Bretter und Eisen, um Äxte zu produzieren und Werkzeug zu produzieren. Sehe ich das richtig? Ja, Äxte und Werkzeug produziert, der wahrscheinlich auch nach gut dünken, was gerade gebraucht wird. Wie sieht's aus hier in der Schmiede? Schmiede arbeitet zu 67%. Muss man wieder ein paar Schwerter herstellen, davon haben wir nicht keine mehr. Und die Eisenschmelze arbeitet zu 54%, hat hier ganz, ganz viel Eisenerz, aber keine Kohle. Ja, wir müssen zusehen, dass wir ein zweites Kohlebergwerk bauen. Da kommen wir nicht drum rum. Wieder Eisen gefunden. Find mir doch mal lieber ein bisschen Kohle. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Vielleicht findest du ein bisschen Kohle. Hast du was gefunden? Du findest Eisen. Find mal lieber ein bisschen Kohle. Ja gut, ich meine, der gibt alles. Der arbeitet so 100%, aber das reicht natürlich nicht. Wir haben so viele Produktionsbetriebe, die mittlerweile mit Kohle produzieren.
dass ein Kohlebergwerk einfach nicht ausreicht. Na gut, aber früher oder später werden wir auch noch auf Kohle treffen. Hier liegt Kohle und sobald der Wachturm erweitert ist, können wir hier die Kohle abbauen. Hier haben wir ja noch Kohle, sobald die Baracke steht, können wir hier die Kohle abbauen. Also das kommt jetzt vielleicht zu einer kleinen Verzögerung, aber es wird auf jeden Fall laufen. So, Auftrag der Baustelle, Goldbergwerk, sieht schon relativ fertig aus, ist es aber noch, die letzten Handschläge werden gerade gemacht. Das hier braucht auch noch ein bisschen. Können wir hier eigentlich die Straße verbinden, wenn wir hier hochbauen? Hier hoch, da, das wäre doch viel besser, wenn wir hier, genau, wenn wir so bauen, dann ist das doch eine Abkürzung. Dann müssen die nicht den ganzen Weg außen rumlatschen, können die jetzt den Weg hier rumnehmen. Und hier sehen wir auch schon, unsere Hauptstraße hat sich auch hier weiter erweitert. Immer mehr Esel im Einsatz, damit die Waren schneller produziert werden. Hier auch. Sehr schön. Ja, 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 es wird also diese kleine Siedelsucht, die sich jetzt hier breit gemacht hat. Haus ist nicht besetzt. Goldbergwerk ist aber fertig gebaut. Wo ist er? Sehe ich hier irgendwann mit einer Spitzhacke rumrennen? Oder haben wir keine Spitzhacken mehr? Das wäre natürlich ein Problem, wenn wir das Bergwerk jetzt nicht besetzen könnten. Da kommt einer mit der Spitzhacke. Der ist gleich da. Schauen wir nochmal spitzhackenmäßig, wie es aussieht. Haben wir sogar noch zwei. Also da kann sich der Schlosser ein bisschen Zeit lassen. Arbeitet er mittlerweile schon? Naja, er braucht noch Eisen, aber das wird früher oder später sicherlich auch bei ihm ankommen. Und da kommt der Goldbergwerker. Wo geht er denn zuerst rein? Na, die ist noch nicht fertig, dann wird er wahrscheinlich hier reingehen. Und dann werden wir bald schon in der Lage sein, Gold zu produzieren. Was brauchen wir als nächstes, wenn wir Gold produzieren? Ganz klar, eine Münzprägerei und die können wir direkt hier hinsetzen. Die Münzprägerei braucht, glaube ich, nicht nur Gold, sondern auch noch Kohle zum Produzieren. Also das machen wir mal andersrum, bauen wir hier entlang. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich das Goldbergwerk, setzen hier ein Kohlebergwerk hin, verbinden dann die Straßen miteinander, sodass dann die Münzprägerei direkt mit Gold und Kohle versorgt werden kann. Können wir uns eventuell dann in der nächsten Episode mal Gedanken machen, ob wir hier nicht sogar noch ein Lagerhaus hinbauen. Damit die nicht so einen weiten Weg zum Wegtragen haben. Oder aber die Gedanken können wir uns dann natürlich in der nächsten Episode machen. Und ich würde sagen, das war wieder eine sehr produktive Episode. Hier kommt der nächste Soldat angelaufen. Das warten wir noch kurz ab. Der wird wahrscheinlich hier unten das Wachhaus beziehen. Nee, wo rennt er hin? Was bezieht er denn? Wo rennt der Soldat hin? Ach so, die Baracke hier wird er beziehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der wird da in die Baracke reingehen. Das warten wir noch kurz ab. Auch wenn er vielleicht ein bisschen lahmarschig ist, warum reitet der denn nicht auf dem Esel? Dafür steht der Esel doch da. Ne? Können wir in der Zeit hier nochmal kurz in die Brauerei nachgucken? Ja, 50% Brauerei. Haben wir schon ein bisschen was auf Lager? Ja, zwei Fässer Bier haben wir auf Lager. Sehr schön. Mir noch nicht so ganz klar, wofür wir die Fässer Bier brauchen. Waren die auch für die Soldaten, um die zu befördern? Oder waren die für die Bergwerke, für das Goldbergwerk? Ein Goldbergwerk hat auch Fleisch, Fisch und Brot. Und da kommt der Soldat und erschließt uns jetzt hier gleich dieses Stück Land und dieses Stück Land. Bäm, fertig. Und dann setzen wir hier ein Kohlebergwerk hin. Können wir hier auch noch eins hinsetzen? Können wir nicht, aber das reicht dann, wenn wir es erstmal da hinsetzen. Verbinden die Straße. Ja, womit verbinden wir die Straße? Können wir sie dahin verbinden? Dahin können wir sie verbinden. Sehr schön. Vielleicht hätte ich direkt ein etwas größeres Militärgebäude dort hinsetzen müssen, sollen. Dann hätten wir das den kompletten Berg hier erschließen können. Aber warten wir mal ab, was sich tut, wenn wir hier den Wachturm erschlossen haben. Dann wird sich hier sicherlich auch noch ein Stück erschließen, sodass wir hier noch ein zweites Kohlebergwerk hinbauen können. Gut, aber das war es jetzt wirklich für heute. Mit dem Blick auf unser Stadtzentrum drücke ich auf Pause. Oder ich speichere vielleicht erstmal. Hier schön Speicherstand anlegen, Spiel speichern. Mach mal das hier, Spielstand 7. Und jetzt drücke ich auf Pause und verabschiede mich von euch. Danke fürs Zusehen, das waren die Siedler 2. Bis zum nächsten Mal, ciao und bye bye.